Meine Lieben, und willkommen zurück auf unserem kleinen Land der neuen Karte. Wer beim letzten Mal reingeguckt hat, der hat den Hof noch gesehen. Ich habe ihn euch gezeigt. Wir haben noch ein bisschen was verändert hier. Wie soll es anders sein? Und wir waren letztes Mal bei dem Feld 1 beim Dreschen. Da würde ich tatsächlich auch gerne weitermachen. Ich habe vor mir noch andere HD-Ballenpressen runterzuladen. Ich glaube, das hat nicht ganz funktioniert, wie ich das gemacht habe. Oh, na toll. Gerade ums Eck. Und schon sind wir voll. Okay, dann switchen wir mal los und holen mal den Anhänger. Tüdelü. Gucken, wo er ist. Mein Zoomer von mir, das zieht. Wo haben wir denn Anhänger hin? Also zu allen, die jetzt noch nicht gesehen haben, was wir für Maschinen haben. Ich habe diesmal den tollen Bildner mit draufgenommen. Den mag ich ja auch gerne. Hier ist unsere Rarität in Hannum, in Landsmulde. Dann haben wir hier den Kramer und den Fendt. Wobei der Kramer, ich weiß nicht so recht. Der klingt ein bisschen seltsam, aber wir können theoretisch ihn mal mitnehmen, dann hört ihr ihn mal im Einsatz. Das ist ja gut. Vielleicht fahre ich auch die höhere Motorausstufung, die man hat. Das kann natürlich auch sein. Aber der pfeifelt so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Jetzt hat ein bisschen höher Strom. Okay. Kann es sein, dass der ja, gut. Ich glaube, wir nehmen dann doch einen anderen. Hört ihr das? Das weiß ich nicht, ob das Geräusch so gedacht ist. Aber wen haben wir dabei? Natürlich unseren guten alten MB-Truck, der Intercooler. Logisch. Unser gutes Stück, der darf nicht fehlen. Entweder der oder der Fiat Agri, einer muss dabei sein. Oh, aha, halt. Das war so gar nicht gedacht. Ich wollte was ganz anderes machen. Okay. Das ist doch mal ein Gespann hier. Damit kann man arbeiten. Gut, dann abmacht. Gut, langsam, langsam, langsam. So, ich habe hier jetzt nicht die kleinsten Maschinen genommen. Aber wir haben auf der Waldsee wirklich schon kleine Maschinen. So ein paar alte Maschinen habe ich schon drauf. Ja, jetzt war halt. Geduldiges Ding. So. Aber der zum Beispiel ist ja auch nicht gerade. Oder was läuft der eigentlich? Ist es ein Youngtimer oder? Timer ist es ja eigentlich nicht. Ja, das war jetzt ja hier, ne? Überragende Menge. Gut, weiter geht's. Boah, Gott, das knirscht, das fliegt gleich auseinander. Dann gucke ich mal, dass ich bis zum nächsten Mal hier noch diese neue HD-Ballen-Mod Dings da reinnehme. War das ein Glas? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, da muss ich noch mal gucken. Aber ich könnte eigentlich nicht gucken. Das ist, glaube ich, nicht drin. Weil das müsste dann ja theoretisch hier mit drin sein. Und ich war der Meinung, ich hatte durchgeschaut. Da ist es nicht drin und die Anhänger müssten der dann bei den Anhängern sein, theoretisch. Aber hier sehe ich mal nichts. Das war vorher schon. Das ist, glaube ich, auch HD-Ballen. Außer wir können wieder nehmen. Weil das ist auch so eine Ball, glaube ich, so eine Ballenschleuder, Ballenrutsche. Das kann man ja. Konfigurierbare Ballenrutsche, Ballenschleuder hier. Und dann kann man ja den Anhänger dahinter.
Sonst nehmen wir einfach die oder ich gucke nochmal. Nee, hat es nicht mitgenommen. Das ist natürlich doof. Dann werde ich nochmal gucken. Ansonsten nehmen wir was anderes. Das ist ja auch nicht so tragisch, würde ich sagen. Aber ich finde die Karte unheimlich schön. Wenn ich sie euch nochmal zeigen darf, es ist ja im Prinzip ein Bruchteil von einer Karte. Das sind ja nun wirklich fünf Felder, ein paar Wiesen, ein Hof, ein paar Verkaufsstellen, fertig. Aber so reizend gemacht, so ins Detail gearbeitet, da kann man dann nicht mal sagen, das ist so zu wenig. Es ist in klein total cool. Man kann halt wirklich alleine spielen oder zu zweit. Multiplayer würde ich sagen, nicht unbedingt. Also man nimmt jetzt ein Feld und baut sich da einen Hof drauf. Kann man natürlich tun. Also wer mich kennt, der weiß, Hof passt überall hin. Da kann man überall bauen. Da kann man hier auch zu zweit spielen. Zwei richtige Oldtimer-Höfe zum Beispiel mit ganz alten Maschinen, kleinen Maschinen. Dann reichen die fünf Felder auch. Na, dann kann man da auch schön zocken. Also alles ist möglich hier. Und die Karte findet ihr, glaube ich, auch in Mottag oder in Forbidden Woods. Bei Forbidden Woods. Bei Forbidden Woods. Whatever. Ich mag sie. Ich finde sie total schön. Ich habe jetzt demnächst noch eine andere, die ich mir angeguckt habe. Das ist so ein bisschen eine bergige. Die wollte ich euch mal zeigen. Die ist auch toll. Ich finde, da kommen zurzeit wahnsinnig viele tolle. Und wer das ein bisschen mitverfolgt bei mir, hat auch gesehen, dass ich zum Beispiel auf der Waldsee von der Oma Tanner unterwegs bin. Da bin ich am Bauen und am Bewirtschaften etc. Kam am Mittwoch um 12 Uhr, könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr da Lust zu habt. Also irgendwie muss ich da immer meine Finger drin haben und irgendwas bauen. Ich glaube, wir fahren jetzt mal hoch und runter, sonst wird das hier echt ein Murks. Aber irgendwas muss ich mir hier überlegen. Mit den Ballen hier. Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Was ist das jetzt hier? Gottes Willen. In echt wäre ich schon gekündigt. Bestimmt. Leuchte aus. Wir können uns auch erstmal diese HD-Ballenschleudern mieten und mit der drüber fahren. Das könnten wir tatsächlich tun. Und dann könnten wir nämlich mal überlegen, wo wir die hinpacken, weil wir haben gar keine Ballenlager tatsächlich. Das ist wirklich mal eine Überlegung wert. Helfer John. Komm, wir haben einen Helfer auf dem Hof. Was haltet ihr da davon? John. Oh Gott. Oh, Entschuldigung, John. Brauchen wir ja theoretisch auch. Wir können ja nicht alle arbeiten. Alleine machen. Einen Helfer kommt da schon nehmen. So, jetzt bin ich am Überlegen. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Wir haben keine Ballenlager. Gut, für HD-Ballen. Doch, wir wollten hier welche unterbringen. Die HD-Ballen könnten wir auch hier rein. Dann bräuchten wir allerdings noch so einen kleinen Radlader, mit denen wir die da reinpacken können. Aber da will ich was. Nein, wir haben. Stimmt gar nicht. Wir haben. Das Klangerlebnis. Kein erlebt, der so gut klingt. Doch einen
Lader geholt. Mach mich nicht schwach. 1000 Traktoren. Natürlich habe ich habe doch für einen MB-Truck eingeholt. Okay. Ich war der Meinung. Ich war der Meinung, dass ich den eingeholt habe. Was braucht der? 30 oder 60? Nehmen wir mal den mit. Ich meine. Der hat kein. Der natürlich nicht. Wen haben wir denn noch rumstehen? Der hat nur so einen doofen. Außer wir konfigurieren den um und färben den. Würde das gehen? Das wäre, wenn man den rot macht. Der hat so einen eigenen, aber das ist mit so einem Kippding. Halt, wir fahren hier völlig falsch. Da müssen wir gleich mal im Shop gucken. Und dieses Kippding, weiß ich nicht, wie man das einhaken. Und das empfinde ich so ein bisschen schwierig. Obwohl ich den schon cool finde, den Güldner. Den mag ich. Der ist auch wunderschön gemacht. So einen in echt ist auch cool, wenn du den in echt hast. Den Verkehr habe ich hier übrigens ausgestellt, wer es gemerkt hat. Ich glaube aber, wenn man, ich, da hinten muss eine Werkstatt sein. Hoffe ich doch mal. Sonst müssen wir das anders machen. Aber wie hakt man den ein? Stehe ich irgendwie blöd? Ja. Okay, Stoll, Bas, Stoll. Okay. Also dann müsste man ja rein theoretisch den hinkriegen und den können wir ja umfärben. Wir gucken jetzt mal, wie das aussieht. Wenn scheiße aussieht, dann lassen wir es. Der Güldner ist halt wunderbar rund. Ich glaube, wenn wir das umfärben, müsste es gehen. So, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Bringen wir das hier hinten gefärbt? Achso, jetzt haben wir nur das. Okay. Welches Rot ist es? Haben wir da nur das Glas? Na, wir haben auch Massey Ferguson Case und Fendt. Nehmen wir mal das da. Passt das? Oh. Okay, the next. Neu. Neu, neu. So, jetzt gucke ich mal, ob ich es jetzt konfigurieren kann. Nee. Das mal anders.
So, kriegen wir es jetzt hin. Willst du mich jetzt verarschen? Der steht doch gar nicht mehr da. Ach so, das ganze Ding ist hier. Ach so. Also, wir haben Fendt genommen. Okay, ein teures Lackieren hier. Zapperlotchen. Also, jetzt haben wir es konfiguriert. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Sag, wenn scheiße aussieht, nehmen wir es trotzdem. Es geht. Es ist halt, der Güldner ist rund. Das Ding ist jetzt eckig. Aber das ist jetzt egal. Ich finde, das ist okay. Und den stellen wir jetzt als Ballenspießer vorne hin. Doch, man muss lassen. Oder was meint ihr? Gibt's was zu meckern? Ich sag, das andere ist halt noch ein bisschen nostalgischer, aber das ist so ein Ballenspieß, der flattert immer runter. Und da hatte ich das Problem, keine Ahnung, wie ich das Ding wieder gerade kriege. Jetzt haben wir es so. Das passt. Jetzt stellen wir das vorne hin, da wo die Ballen reinkommen. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch reicht, die HD-Ballen zu mieten. Ich glaube, das machen wir tatsächlich beim nächsten Mal, dass wir uns um die HD-Ballenpresse kümmern, dass wir hier keine großen, sondern die kleinen haben. Das wird, finde ich, passt hier ganz gut hin. Dann haben wir hier die kleine Halle. Den lassen wir hier stehen. Perfekt. Und dann können wir da, wahrscheinlich ist die Halle ein bisschen mini. Wenn wir da, müssen wir wahrscheinlich doch noch gucken, dass wir woanders auch noch Ballen unterbringen. Vielleicht können wir da mal die. Ja, super, weißt du, Herr John. Also in Real, ne, hättest du hier eine Backpfeife verdient. So. Dass wir da hinten eventuell die Ecke Teil vom Feld opfern und an die Ecke noch ein kleines Ballenlager hinstellen. Aber das können wir dann tatsächlich beim nächsten Mal schauen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Feld fertig kriegen. Ja, schmeiß noch neben aus. Du Bachel. So. Genau, sonst hätte ich nämlich gedacht, dass wir hier ans Eck, ich muss gerade mal gucken. Ja, hier haben wir noch eine Tatsache. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Nochmal ein Lager hinstellen, tatsächlich. Aber ein anderes diesmal. Das darf natürlich. Wir haben auch kein Schüttgut, aber da können wir doch Schüttgut können wir im Innenhof nehmen. Wow, ist der groß. Junge und Vater. Wenn die Bäume jetzt nicht wären, würde der da hinpassen. Aber wir haben ein paar Bäume hier stehen. So, jetzt passen wir mal auf. Ha! Herr Erbauer des kleinen Landes. Das haben Sie doch mit Absicht gemacht, dass das hierher passt, ne? Geben Sie es zu. Ich bin begeistert. Das ist ja hier. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Ach, verdammt. Wir machen mehr Erde. Dann müssen wir wieder mit Gras drüber. Sonst sieht es nämlich scheiße aus. Scheiße soll es nicht aussehen. Perfekt.
Dann haben wir da vorne ein kleines und hier ein kleines. Dann können wir da ja die Stroh-HD-Ballen reinpacken. Und gut, hier hätten wir auch noch, aber so ein bisschen, wobei das finde ich jetzt nicht so passend. Und hier können wir dann auch die Heu oder auch Stroh, whatever. Können wir beides reinpacken. Das gefällt mir. Okay, dann war es das heute schon wieder. Wie gesagt, von der Karte möchte ich demnächst auch streamen. Wenn ihr da mal Lust habt zuzuschauen, würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis bald. Bye bye.